Wow! Es ist also doch Tom und Jerry. Yo, what the hell? Alter, kriegt sich dieser Hummer auch mal wieder ein? Den Kampf gegen den verrückten Wissenschaftler und den Roboter haben wir im letzten Part überstanden. Das war bislang wirklich der schwierigste Boss. Was kommt heute auf mich zu? Ich habe mich dazu entschieden, in die Stadt zu gehen. Ein bisschen shoppen. Aber erstmal reden wir mit dem. Kann eben nicht jeder top sein, wenn ihr wisst, was ich meine. Und nicht jeder kann immer auf höchstem Niveau spielen. Beständigkeit, meine lieben Freunde, darum geht's. Dann seht ihr die verblüffenden Dinge, die ich sehe. Oh, er hat das Spiel schon durchgespielt offensichtlich. Schwarzes Laden steht hier. Und da holen wir uns jetzt die letzte Knarre des Spiels, glaube ich. Die aufladbare. Und der Rest ist nicht mehr so wirklich relevant, wenn ich ehrlich bin. Ach, es gibt noch Doppelherzen. Jetzt wüsste ich halt gerne, sinkt meine Angriffskraft noch weiter, weil ich zwei Herzen dazu bekomme? Oder bleibt es quasi bei demselben Wert, aber ich bekomme statt einem zwei Herzen? Werden wir bald rausfinden. Jetzt kämpfen wir erstmal gegen Werner Wehrmann in die Mäusebrigade. Da muss ich jetzt irgendwie an Tom und Jerry denken. Auch wenn das natürlich miteinander nichts zu tun hat. Außer, dass beides einen ähnlichen Stil hat. Okay, dass da noch am Boden so Fallen waren, habe ich nicht gesehen. Moment, war da oben gerade eine Katze? Dann war das mit Tom und Jerry ja doch gar nicht falsch. Bin dann leider so gut wie tot. Und ja, wir sind heute wieder mit Podcop am Start. Wollte mal etwas Abwechslung. Und das war die Hälfte. Okay. Was ich als erstes machen werde, ist Weapon Change. Und zwar gehe ich hier mit den stärksten Waffen rein, die es gibt. Einmal die aufladbare, da muss ich halt gucken, wie lange man das aufladen muss. Und gibt es da noch eine weitere Stufe oder ist das schon das Maximum? Das Maximum, glaube ich, ne? Okay, und es gibt kein wirkliches Schnellfeuer. Alright. Neben dieser Waffe habe ich noch die roten Stacheln. Dann müssen wir halt gucken, was sich am ehesten anbietet. Und ich darf hier nicht zu früh draufspringen, weil sonst komme ich nicht mehr über die Maus drüber. Das war leider ein großer Fehler. Ja, schon verkackt. So, ich denke, ich werde am Anfang jetzt mehr auf die roten Stacheln bauen. Da rechne ich mir irgendwie mehr Chancen aus. Es sei denn, die Bomben kommen angeflogen. Dann lohnt es sich eigentlich schon zu chargen. Natürlich aufpassen. Keine dummen Fehler. Und da ist der erste dumme Fehler. Großartig. Oh, das ging jetzt aber schnell. Schneller als erwartet. Vorsichtig. Okay, zweite Phase. Jetzt kommt das Feuer unten, oder? Weil wir waren hier noch nie, ich weiß es nicht. Das wäre jetzt blind. Die Phase ist blind schwierig. Aber ich denke, beim zweiten Versuch wird das hier kein Problem mehr sein. Es kommen eigentlich nur Kreise. Dafür allerdings auch jede Menge. Und Flammen. Oh! Es ist also doch Tom und Jerry. Okay, cool. Oh, 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 oh.
Hau schnell meine Ulti. Ah, wir waren so knapp dran, aber der nächste Versuch wird's. Der nächste Versuch wird's, Leute. Jetzt, wo man alles mal gesehen hat, denke ich, ist der Boss machbar. Hätte ich halt ein Leben mehr gehabt, hätten wir es eigentlich schon da geschafft. Weil es ist wirklich nicht so schwierig. Die erste Phase ist wie so oft die wildeste. Meiner Meinung nach. Dann wird's machbarer. So, vorsichtig. Mhm. Auch eine Stachel raus. Ich möchte jetzt nämlich diese Phase skippen, bitte. Das gibt's nicht. Leben hergeschenkt. Ja, komm, hau die Ulti raus. Weil vielleicht kriegt ihr noch mal rechtzeitig aufgeladen, wenn es dann in die dritte Phase geht. Das ist momentan so mein Gedankenspiel. Ich habe ja auch noch den Kaffee aktiv. Okay, da kommt die Katze. Wir haben zwei Leben. Das sollte eigentlich reichen. Wir waren schon so knapp dran. Okay, ready? Ich schieße. War da das jetzt überhaupt getroffen? Doch, müsste. Sieht da keine Unverwundbarkeit in der Phase. War nur ein bisschen irritiert. Aber es reicht. Es war nur ein Roboter. Hä? Und wer hat den dann am Anfang gesteuert? Und du hast die Katze doch schon in der ersten Phase hinten gesehen. Naja, wie auch immer. Tatsächlich ein machbarer Boss. Auch wenn es am Anfang immer nicht so wirkt, man arbeitet sich da gut rein. So. Dann schauen wir uns jetzt mal beim Strand um. Ah! Ihr werdet ein paar Tipps brauchen, um diese Versager Kiel zu holen. Wechselt dazu erstmal eure Bewaffnung. Nicht jede Waffe ist gegen jeden Gegner gleich wirksam. Wechseln und kombinieren, ihr Landratten. So geht das. Arr. Ja, das haben wir ja auch gerade gemacht und uns dadurch diesen Mausboss, denke ich, schon erheblich vereinfacht. Was gibt's hier? Captain Pökelbart in Plünderfahrt. Wird das jetzt Popeye oder wie? Oh ja, den habe ich auch schon mal gesehen. Du kannst den nur oben treffen, soweit ich weiß, ne? Ja. Okay, dann ist es eine Überlegung wert, hier wieder auf Auto-Aim zu gehen. Weil das, ist natürlich schon echt doof. Wenn man permanent nach oben zielen muss. Und ich denke, gerade später, wenn er noch mehr auspackt, wird das richtig ätzend. Er gönnt einem aber auch ziemlich viele Karten, zumindest hier am Anfang. Was kommt jetzt? Oh nein. What the hell? Ja, genau, und dann schießt er noch zusätzlich. Digga, was? Oh, Hilfe! Bin so gut wie tot. Aber erster Versuch ist nicht schlecht, ne? Oh, ist das krank! Ah, der Sprung war leider mies. Ey, aber richtig guter First Try. Das packen wir. Ich nehme jetzt noch Auto-Aim dazu und... vielleicht den Lupfer? Am Anfang vielleicht noch auf den Lupfer gehen. Oh no! Der wird direkt wieder ausgetauscht. Damit treffe ich leider nicht. Selbst wenn ich nach oben ziele. Deswegen habe ich jetzt noch die Standardwaffe mit reingenommen. Ich denke, das ist ganz okay hier.
Und ich weiß übrigens immer noch nicht, was dieses grüne Schild bringt. Also ein Schutzschild an sich ist es nicht. So viel steht fest, aber... Vielleicht verstärkt es ja diese Angriffe? Weil die halt grundsätzlich so schwach sind? Keine Ahnung. Ich weiß nur, gleich kommt wieder irgendeine Belastung. Oh, ein Hai! Okay. Wusste ich gar nicht, dass auch ein Hai erscheinen kann. So, das Boot fängt wieder an zu schießen. Das war ein ziemlich unnötiger Fehler. Und in der Phase, muss ich sagen, bin ich froh. Dass ich noch zwei Leben habe. Und Auto-Aim. Was aber vielleicht auch nichts bringen wird, wenn ich hier jetzt sterbe. Da war leider zu viel los. Also dieser Tintenfisch kam zu schnell. Oh, was ist das jetzt? Dieses Geschoss hat sich einfach bewegt wie das Geschoss von King K. Rool Donkey Kong Country 2 Secret Boss Fight. Als ob. Das heißt, ich brauche den Kaffee jetzt nicht mehr und muss wechseln zu Rauchbombe. Okay, letzte Phase. Jetzt wird's wild. Das sind halt wirklich diese Donkey Kong Country 2 Geschosse, Alter. Kommt die permanent? Okay, er muss auch ein bisschen nachladen. Was zur Hölle war das? Ja gut, mit so einem Energiestrahl habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut, dann weiß ich das jetzt auch. So, ich hoffe, dass ich jetzt über alle deine Angriffe Bescheid weiß. Und dich somit besiegen kann. Dicker Popeye. Wobei, er hat auch ein bisschen was von Bruno. Hieß der so? Dieser dicke Bösewicht von Mickey Mouse? Glaub schon. Okay, was kommt? Der Hai. Soll mir recht sein. Kann ich dann mit der Standardwaffe noch ein bisschen Schaden machen? Mehr als mit dem Auto-Aim, bekanntlich. Und die Ulti ist am Start. Wir nutzen sie. Vorsicht, Geschoss kommt. Ja, aber das läuft ganz gut. Oh, der Hai, Vorsicht. Weg da. Mhm. Ah, Kanonenkugel hat mich erwischt. Belastung. Aber solange es nur eine ist, ist okay. Zwei Leben in der finalen Phase. Wichtig. So, jetzt kommt der Strahl, ne? Okay. Klar, da wird das fast zum Problem. Aber wir sind ready. Und die Ulti auch gleich. Die nächsten Geschosse kommen. Er lässt sich wirklich keine Zeit mehr. Das heißt, er ist aber auch schon so gut wie tot. Und ich auch. Warum? Okay. Ich brauche die Ulti gar nicht mehr. Und hatte jetzt auch Glück mit dem Fass, weil das hätte mich tatsächlich besiegen können. Gut, also das ist tatsächlich einer der einfachsten Bosse, wenn du alle seine Angriffe gesehen hast. Da gibt es ganz, ganz klare Möglichkeiten, das alles zu kontern. Auch mit den entsprechenden Ausrüstungsgegenständen. Das hat sehr gut funktioniert, freut mich. Dann gibt es wohl heute noch ein Run-and-Gun-Level. Und zwar Precera Pier. Am Hafen entlang. Das passt ja wenigstens zum Boss. Macht also Sinn, das alles in einen Part zu stecken. Ah, ich hätte aber vielleicht die Ulti auf Unbesiegbarkeit wechseln können, weil ich glaube nicht, dass der Strahl mir hier irgendwas bringt.
Kann ich ja nach dem ersten Fail noch machen. Das Ganze gibt mir aber unnormale Super Mario Bros. Lost Levels Vibes mit diesen fliegenden Fischen. Da muss ich an die ganzen Cheep Cheeps denken und krieg jetzt schon wieder das Kotzen. So, ich hol mir mal das Schutzschild. Bei Run and Gun bringt das, denke ich, auch mehr als bei einem Boss. Oha, da ist die Coin. Ich bin doch nach... Mann, ich bin doch nach rechts! Und vorbei. So. Jetzt habe ich die Unverwundbarkeit als Ulti aktiv. Wie gesagt, bringt mir das mehr als der Strahl. Und ich gucke auch, dass ich die ganzen rosenen Fische besiege für die Karte. Damit das so schnell wie möglich am Start ist. Hälfte des Levels haben wir ja gesehen. War jetzt nicht so wild. Ach, man kann mit dem Schutzschild nicht parryen. Okay. Das ist natürlich nicht so geil. Was aber auf jeden Fall geil ist, ist wie immer in einem Run-and-Gun-Level Auto-Aim. Klare Empfehlung, immer wieder. So, jetzt haben wir hier keine blöden Flüchtigkeitsfehler drin. Sehr gut, so muss das sein. Hier kam vorhin ein Igel. Diesmal lässt er sich Zeit. Okay. Yo, what the hell? Alter, kriegt sich dieser Hummer auch mal wieder ein? Oh, ich habe ihn besiegt. Ich habe ihn besiegt. Dann schnell weiter. Weiter, 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 weiter. Er kommt nochmal. Wow, ich bin einfach schneller als er. Hier ist eine Münze. Hier ist eine Münze. Ich glaube die vierte, oder? Das heißt, wir sind schon fast durch. Komm, zieh durch. Oh mein Gott. Chill. What is this? Oh nein, ich muss hier bleiben, oder? Das geht unter, wenn man da nicht oft genug drauf haut. Okay. Alter, als ob. Ich brauche meine Unverwundbarkeit jetzt. Komm, gib her. Aber ich habe sie noch lange nicht. Ich habe sie noch lange nicht, Leute. Aber da ist ein Steg. Ist das das Ziel? Okay. Aber gar nicht so schwierig mit der Kombination, die ich da habe. Habe ich alle Münzen? Yes! Leute, wir können wirklich stolz auf uns sein. Das lief heute wirklich ganz, ganz super. Ba-bam. Dann werden wir uns also das nächste Mal noch hier die letzte Ulti holen. Und für heute geht's erneut in den Shop. Ich möchte die Doppelherzen haben. Und bin gespannt, wo ich die letzten beiden Münzen herbekomme. Denn dann haben wir offenbar alle. Es ist nämlich möglich, alles aus dem Shop zu kaufen. Und demnach müsste es noch 2 Coins irgendwo geben. Vermutlich durch Sidequests. Das kriegen wir schon auch raus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Cuphead. Well, Cuphead and his Pelmug man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price.